Hallo NES-Freunde und NES-Freundinnen, ich zocke alle NES-Games dieser Welt und heute ist dran Super Mario Bros. In VR. Wer noch nicht abonniert hat und kein NES-Game versäumen will, der kann da unten gleich mal abonnieren. Aber jetzt geht's los mit Super Mario Bros. Am NES in VR. Viel Spaß! So, und da sind wir, Super Mario Bros. In VR. Doch, bevor wir loslegen, hat er einmal gesagt, dass die Software kostet auf Steam gerade mal 16 Euro im Early Access. Da kann man zugreifen. Ich verlinke euch das Game bzw. den Emulator unten in der Videobeschreibung. Und jetzt holen wir uns ja mal da die volle VR-Erfahrung von Super Mario Bros. Am NES. Wir sehen mal, wir können das hier voll rotieren und uns die Szene aus allen Blickwinkeln ansehen. Sogar die Wolken. Schaut euch mal die Wolken an. Herrlich. Herrlich. So, wir nehmen mal diese Position ein. Die Wolken bewegen sich sogar. Das machen sie in echt nicht. Das Gras bewegt sich sogar. Das macht sie in echt auch nicht. Das sind zusätzliche Scripts, die zum normalen Game hinzugefügt wurden. Das Game selbst braucht sogar die ROM, also es greift auf die Originalspieldaten zu. Und das ist dann das Ergebnis. Wunderbar. Ich weiß, man sieht es leider ohne VR. Sieht es leider nur halb so cool aus. Aber ich kann euch nur sagen, wenn ihr ein VR-Headset habt, dann holt euch das Ding. Und da geht er rein, da können wir in die Röhre reinschauen. Schaut euch das an, schauen wir in die Röhre rein. Gut, versuchen wir mal die Welt 1 hier, die Welt 2 hier zu machen. Was ein bisschen blöd ist, aber das ist natürlich bedingt durch den NES, man sieht nicht sonderlich weit nach rechts. Warum ist das so? Man sieht nur sich den normalen Ausschnitt vom Spiel. So, im normalen Spiel fällt es nicht so auf. Aber hier natürlich fällt es negativ auf, dass man nicht so weit sieht. Man würde viel lieber ein bisschen weiter nach rechts sehen. Aber geht halt nicht, weil es ist halt, wie gesagt, das originale NES-Game. Es wird genauso gerendert wie am NES, nur dass halt noch ein paar Skripte hinzugefügt wurden, damit das Ganze ein bisschen cooler aussieht. Motion Sickness hält sich wirklich stark in Grenzen. Ich bin da nun mal doch recht anfällig dafür, aber nix. Also wirklich wenig. Sucht man immer diesen starren Bezugspunkt hat, kommt kaum Motion Sickness auf. Gar kein Problem. Ich spiele das Ganze auf der Oculus Rift. Ganz einfach, weil ich die Oculus Rift habe. Und außerdem ist es eine super VR-Brille, finde ich. Preis-Leistungs-Verhältnis, echt top. Würde es jederzeit wieder begehen, meinen Oculus Rift Kauf. So, und hier sehen wir jetzt die Plattformen in 3D. Auch mega cool. Und ich finde auch, dass die Pilze richtig, richtig fein aussehen. Boah. Nur, da habe ich ja nochmal Glück gehabt. So, dann machen wir mal kurz eine kurze Rundumschau. Drücken wir mal kurz Pause und schauen uns das hier mal. Machen wir mal nur 360-Grad-Drehung hier. Die Wolken. Da baut sich schon wieder die nächste Plattform hier auf. Die Münzen. Herrlich. Wunderbar schaut das aus. Richtig, richtig fern. So, weg mit dem Zeug hier. Und ich möchte euch unbedingt noch die Unterwelt, also die Bosswelt anzeigen. Die schaut auch super aus. Ganz großes Kino, die Bosswelt. Endboss Level 1. Wie sieht Bowser in 3D aus? Wir werden es gleich erfahren. Wo ist der Bowser? Bowser, wo bist du? Da ist er schon. Eieiei, der spuckt Feuer. Als gäbe es keinen Morgen. So, und jetzt halten wir mal an und schauen uns das genau an. Wir können da mal reinzoomen. Guck, guck, Bowser. Schön. Hat doch hübsch aus, oder? Herrlich.
Und auch die Plattform da oben, echt, echt hübsch gemacht. Aus den Pixeln werden Voxel und Feind. Unfassbar, dass das so gut klappt. Nicht zu glauben. Gut, zoomen wir wieder raus. Und weiter geht's. Rosa stirbt. Stirb. So dieser. So, da. Jetzt holen wir uns das. Und da reinzoomen und Thank you, Mario. Aber deine Prinzessin ist leider in einem anderen Schloss. Na sowas. Schildkröten müssen sterben. Auch in VR. NES in VR ist ein Fixpunkt. Werde ich noch ein paar mehr Spiele zeigen. Wenn ihr darauf Bock habt, dann schreibt mir in die Kommentare, auf welche Games ihr so Lust hättet. In VR. Ja, Castlevania, Batman, Zelda natürlich. Werden wir uns alles anschauen. Und hoch geht's. Okay. Rein da. Und ab ins nächste Da Level. sind wir unter Wasser. Ah, es schaut doch auch fein aus, oder? Schaut das nicht fein aus, das Unterwasser-Level? Tun mal ein bisschen raus hier. Feier ich total. Oh ja, nein. Scheiße. Ja, Unterwasser-Level kann ich nicht. Bin schlecht im Unterwasser-Level. Und das VR ändert nichts dran. Wobei ich es in der Tat extrem übersichtlich finde. Also es ist in keinster Weise in VR schwerer. Vielleicht sogar ein bisschen leichter, weil man alles viel größer und schöner hat. Das Wasser oben, wie es schwingt und schwubbert. Die Algen. Faszinierend, würde Mr. Spock sagen. Das wollte ich euch noch unbedingt zeigen. Hier, die Brücken. Die schwingenden Brücken. Sehen die nicht hammermäßig aus? Oh je, jetzt wurde ich ein bisschen gekillt. Macht nichts. Das war Super Mario Bros. In VR auf der Oculus Rift. Ich verlinke euch gleich mal Super Mario Bros. Ganz normal durchgespielt von mir. Könnt ihr euch gleich anschauen. Ich bedanke mich für euren Like. Wenn ihr Bock habt und mehr NES-Games sehen wollt, dann gleich mal abonnieren. Da kommt noch jede Menge. Ich sage ciao, ciao und schön weiterschauen. Bye, bye.